Hallo an alle Zuschauer da draußen, ich bin Roji. Da das mein erstes Video ist, nimmt es mir bitte nicht übel. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich werde aber zukünftig mit euch ein Kochvideo mit euch machen. Also ich werde ein Rezept kochen, also ein Gericht. Die Gerichte, die ich mit euch kochen werde, die kommen eigentlich aus allen verschiedenen Ländern, vom Balkan bis Deutschland, Europa, von Lateinamerika, Spanien, was weiß ich, also von allen Ländern. Heute werde ich mit euch ein spanisches Gericht machen, also das heißt Tortilla-Auflauf. Das Gericht habe ich schon sehr oft gemacht und also meiner Familie schmeckt es wirklich super. Also wenn die zu mir kommen wollen, fragen die immer nur: Machst du Tortilla Auflauf? Und so, ja, mache ich, ne? Ja, und vorhin auch gesagt, also von Tortilla Auflauf gibt es eigentlich verschiedene Rezepte. Ich persönlich mag das auf meine Art und Weise. Ganz einfach, ganz schnell und schmeckt auch sehr gut. Ja, also das verspreche ich euch, ne? Also fangen wir doch mal an, das sind die Zutaten. Fangen wir doch gleich von Anfang an. Also ihr werdet einmal einen Kochbeutel als Reis brauchen, also nur einen Beutel. Ne? Also ich habe hier in dem Fall Uncle Ben's. Dann werdet ihr geriebene Mozzarella brauchen. 300 Gramm Hühnerfilet. Zuckermais aus der Dose. Säure, dann wird es hier so 2 bis 3 Knoblauchzehen brauchen, je nachdem wie man es mag. Dann wird es hier 8 Stück Tortillas brauchen. Ich habe in dem Fall von Santa Maria, die sind wirklich gut. Dann den Mexico Salsa Sauce, 2 Paprika und 2 Zwiebeln. Ja. Dann läuft es so ab. Zuerst einmal müsst ihr das Fleisch, die Paprika und die Zwiebeln so in kleine Stücke schneiden. Währenddessen, ihr das alles zusammenschneidet, ja, gibt es dann so einen Kochbeutel Reis zum Kochen. Ja. Ich werde das jetzt einmal alles schneiden und wir sehen uns in ein paar Minuten. Bin wieder zurück. Also ich habe jetzt alles zusammen als fertig geschnitten. Ne? Also eben die Zwiebeln, die Paprika und das Fleisch, wie gesagt. Und das Reis, das alles ist auch jetzt fertig gekocht. So, jetzt machen wir eigentlich weiter und kommen eigentlich zu dem wichtigsten Teil, das Kochen. Ne? So, dafür nehmen wir halt eine größere Pfanne, wo ein bisschen mehr Platz drin ist. So, dann nehmen wir, glaube ich, die. Ne? Okay, so, ein bisschen Öl. Nicht viel, ein bisschen. Jetzt hetzen wir das Öl ein bisschen vor. So. Na, falsch. Okay, jetzt. So. Lassen wir jetzt ein bisschen einheizen und geben halt dann die Zwiebel dazu. So. Ja. Okay. Bis das ein bisschen vorheizt, ja, erzähle ich euch ein bisschen vielleicht etwas über mich und wie ich eigentlich also darauf gekommen bin, kochen, Videos machen. Ja. Also zuerst einmal, ich bin verheiratet, 1,5 Jahre schon. Momentan bin ich leider Hausfrau, da meine Firma Konkurs ging, ja, jetzt sitze ich ein bisschen zu Hause. Und dadurch bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, Kochvideos zu machen. Da ich eigentlich selber jeden Tag eigentlich für meinen Mann ein Abendessen mache.
bin ich halt dazu gekommen, mache ich halt einfach Kochvideos darüber, was ich mache. Und so ist es eigentlich dazu gekommen. Ich selber koche auch eigentlich sehr, sehr gerne. Ist eigentlich so mein Hobby geworden. Ja. Und am liebsten mache ich eigentlich so italienische Gerichte. Das ist so eigentlich mein Lieblings. Ja. Jetzt braten wir halt einfach die Zwiebel ein bisschen an. Bis die halt so ein bisschen bräunlich sind, was so sehen. Ja. Kleiner Tipp, ja, wenn ihr Zwiebel anbratet, immer schön umrühren, ja, sonst fangen die schnell an zu verbrennen und dann ist es nicht so schön. Dann halt mit deiner Geschichte an. Also, ich habe vergessen zu sagen, ich bin demnächst 24 Jahre. Kochen gelernt habe ich eigentlich noch als klein von meiner Mama. Sie war sehr lange Köchin in einem italienischen Restaurant. Und durch sie habe ich auch immer so ein bisschen das Kochen gelernt. Und mittlerweile, ja, ich mag es sehr gerne. Ja. Macht ja auch Spaß, ne? Das Kochen soll Spaß machen und ich bin jetzt schnell das Kochen. Spaß muss es machen. Ach ja, und ich habe heute am Anfang vergessen zu sagen, meine Assistentin eigentlich, die jetzt die Kamera freut, ne? Meine Schwester. Hallo! Du musst schon umdrehen und zeigen, wer du bist. Nein. So. Hallo! Ja, sie ist ein bisschen schüchtern, ne? Ich muss sie irgendwie dazu zwingen, meine Assistentin zu werden. Und einfach war ich nicht, also das kann ich schon mal vorhin sagen. Ja, ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Öl rein, dann verbrennt man noch die Zwiebel. Hilfe. Und wenn ich schon da bin, also mit euch da bin und die meine kleine Schwester dabei ist, würde ich nur gerne sagen, sie ist Single. Ja. 17 nein. Jahre alt, ne? Also wenn nein. Schöne Jungs da draußen sind, ne? Nein. Im Kommentar da unten, ne? Ja. Ich glaube, sie wird mich nachdem das Video fertig ist, ne? Würde sie mich wahrscheinlich umbringen, aber gut. Oh ja, das werde ich. Ja. Das glaube ich auch. So. Jetzt gehen wir auf die, das Fleisch dazu. Yum, 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 yum. Und so lassen wir es auch ein bisschen anbraten mit dem Zwiebeln. So. Ja, ursprünglich komme ich aus Bosnien eigentlich. Mein Mann ist aus Serbien. Einige Gerichte habe ich auch so von meiner Schwiegermutter.
darunter gesammelt, weil das wirklich, also was Kochen angeht, gut ab. Ne? Die macht so schöne Kuchen, Torten, also heute, glaubst du mir. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin in Serbien, ja, nehme ich so ungefähr 5 Kilo zu. Ja. Und dann, wenn ich wieder in Wien bin, abnehmen. Ja. Aber ja. Und allgemein eigentlich, wie gesagt, wie schon gesagt, ich werde aus verschiedenen Ländern Spezialitäten machen. Und dementsprechend natürlich auch aus Serbien, Bosnien. Ne? Weil, glaubt mir Leute, es gibt sehr viele gute und leckere Gerichte aus Serbien und Bosnien. Ja, also. Ich muss einfach mal zuschauen. Ne? Und ja, wie gesagt, ich werde heute sehr viel auf Balkan-Gerichte machen. Aber nicht nur natürlich, wie gesagt. Da werden auch aus Österreichisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, also alles Mögliche. Ne? So, jetzt können wir auch die Paprika dazu geben. So. Das sieht lecker aus, Leute. Also, puh! Ja, ich habe schon Hunger, also ehrlich, ja. Also, wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, meine Familie flippt total aus bei diesem Gericht. Also, das ist Wahnsinn. Wenn ich die zu uns einlade, dann kommt immer nur gleich. Machst du deine mexikanische diese Gericht? Ja. Und wenn ich sage nein, dann wollen sie nicht kommen. Und ich sage ja, dann kommt einfach nur ein Juppi, wir kommen in ein paar Minuten. Oh ja, und dann sind sie wirklich sehr schnell da. Glaubt mir, also. Ich glaube, die nehmen sogar schneller aus dazu. Und am besten ist es jetzt, die lässt es ungefähr 15 Minuten so ein bisschen kochen, bis die Paprika ein bisschen so ihr Saft lässt und ein bisschen weich wird. Ja. Und ich sagen würde, ihr würdet wahrscheinlich nicht jetzt in 15 Minuten zuschauen, wie das ich da vor sich koche. Ne? Wir machen jetzt einmal Pause und melden uns dann wieder zurück, wenn das so weit ist, dass wir weitermachen. Bis gleich. Okay, jetzt machen wir hier mal weiter. Also jetzt nachdem die Hautpaprika ein bisschen weicher geworden ist und nachdem diesen Saft, den man ausgelassen hat, machen wir weiter. Das als nächstes. Ach Leute, ich sag's euch, also es ist heute ein bisschen warm, wir haben hier
28 Grad oder so, ja, draußen. Und jetzt noch vor dem Herd stehen ist nicht hart, ist ein bisschen schwitzige Sache. So. Okay, als nächstes geben wir halt dann eben den Reis dazu. Und wieder ein bisschen umrühren. Wie gesagt, also passt bitte auf, dass ihr immer so eine größere, also ja, größere Pfanne nimmt, weil es kommt einige Sachen hinein und es kann sein, ob das aber alles irgendwie auf die Seite rausfällt. Also einfach einen größeren Topf nehmen, abfahren, Entschuldigung Leute, und dann wird das schon. So, jetzt geben wir die mexikanische Sauce rein. So. Also je nachdem wie man es mag, die ist so ein bisschen scharf, also nicht jetzt viel. Ja, ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so scharf, dass man irgendwie dann so in die Luft springt und das aus den Ohren so raucht, ne? Also, ja. Ne? Raucht oder nicht? Ja. Hey, so. Nimmst du was? Ich will ein bisschen Wasser, oder? Hm. Das ein bisschen. Und ja. Geht dann einfach mal raus. So. Je nach Geschmack kann man zusätzlich noch ein bisschen Salz oder Pfeffer reingeben. Ich persönlich gebe nichts rein, da eigentlich schon die Soße ein bisschen scharf ist und deswegen gebe ich dann auch nichts mehr von Gewürzen rein. Ich lasse das so. Und dann können Sie das auch schon ausschaffen, das ist jetzt fertig, nicht mehr kochen. So schaut das dann aus. Leute, schaut das nicht schön aus? Also ich finde schon. Lecker, lecker, lecker. Yum, 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 yum. Ja, meine Schwester macht auch, aber sie ist ja schon so am... So, ja. Fressmaschine. Bereit zum Essen, so ist die. Ja, so. Das lassen wir jetzt ein bisschen auf die Seite und gehen rüber. Und packen die Tortillas raus und breiten auf dem Messer. Und die breiten jetzt so alle nebeneinander auf. Den Sauerrahm raus.
Von Sauerland braucht ihr jetzt nicht den ganzen Becher, vielleicht so 2 volle Esslöffel. So. Jetzt brauchen wir die Knoblauchzehen. Also wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so 2 bis 3 Stück. Ich nehme immer so ein bisschen 3, ja. Ich mag es ein bisschen so ein bisschen würziger, würde man sagen. So, 1, 2. Dann braucht ihr so eine kleine Presse dazu. Denn ihr müsst nämlich die Knoblauchzehen so ein bisschen pressen in den Sauerrahm hinein. So. Yeah. Und anschließend so ein bisschen umrühren. Nachdem ihr es so ein bisschen umgerührt habt, müsst ihr das auf alle 8 Tortillas so ein bisschen verstreichen. Bestreichen wir die Tortillas damit. So, also nicht viel, jetzt nur ein bisschen. Die Lüfte haben jetzt da. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt brauchen wir wieder den schönen Auflauf, den wir da haben. Jeder Tortilla ein bisschen etwas drauf. So, das mache ich mal. Also, auf jeder Tortilla etwas. Ja. Nicht alles, ja, das sage ich jetzt schon, also jetzt schon am Anfang, nicht alles, weil den Rest wird sie brauchen, einen Teil. Hat es wieder Pause? Ja. Mhm. Wir haben so ein bisschen kleines Problem mit der Kamera. Die spinnt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Technische Probleme. Ja, könnte man sagen. Technische Probleme. Okay, Leute, also ja, wie schon gesagt, wir haben ein bisschen kleine Videoaufnahmeprobleme. Die Kamera spinnt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum anscheinend. War der Speicherplatz ein bisschen voll. Aber auf jeden Fall, ich bin jetzt hier fertig. Also ich habe in jede Tortilla von dem Auflauf ein bisschen was reingegeben.
kochen wir seinen, wie sagt man das Ding so auf Deutsch? Topf. Das ist kein Topf, Mann. Das keine ist Ahnung. Eine Auflaufform oder keine Ahnung. Auf die werden wir dann zu. Ich habe irgendwie gedacht, die Küche ist ein bisschen klein. Ich glaube, die Frauen verstehen, was ich meine. Ein bisschen Öl reingeben, so ein bisschen verschmieren. Nicht jetzt wirklich viel, nur dass es halt nicht. Damit die Tortillas halt nicht drin kleben dann am Ende. Das ist dann nicht schön. Aber wie gesagt, so ein bisschen schmieren. So. Nachdem wir die auf der Form beölt haben, muss ich jetzt alle Tortillas halt rollen, falten, ne? So, also ungefähr so. Und halt in die Form reingeben, alle nebeneinander schön, ne? Schön nebeneinander. Ja, und jetzt noch die letzte. Und das war's. So, und wie ich schon gesagt habe, nicht den ganzen die ganze Mischung in die Tortillas reingeben. Einen Teil lässt hier, denn den Rest von der Mischung gibt's jetzt alles, streut sie alles drauf über die Tortillas. Also so in dem Sinne alles drüber. Ach Leute, glaubt mir, das macht mir so viel Spaß. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich werde es wahrscheinlich auch merken, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin. Ne? Ich habe das noch nie davor gemacht, so irgendwie jetzt Videos aufnehmen für YouTube. Das ist halt mein erstes Mal. Aber ich hoffe, das wird euch gefallen. Ja. Denn ich finde es halt schön, wenn man halt schöne Sachen mit den anderen so ein bisschen teilt. In dem Fall teile ich mit euch meine Rezepte. Und jedes Rezept, das ich euch zeigen werde, glaubt es mir, ich habe es ausprobiert. Und es schmeckt, also zeige ich jetzt nicht jetzt hier irgendeinen Blödsinn oder irgendeinen Scheiß, das gar nicht schmeckt. Hoffe ich auch, dass es euch auch gefallen wird. Und ich wünsche mir von euch, alle da draußen, alle Zuschauern, dass ihr mir vielleicht einen Kommentar hinterlässt, ein Like, ein Abo oder auch irgendwelche
Wünsche, was ihr vielleicht gerne haben würdet, dass ich euch vielleicht so mit euch koche, oder wenn ihr das nicht gepasst hat, dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn mir ein Kommentar lässt, was euch nicht gepasst hat. Oder was könnte ich besser machen, was könnte ich anders machen. Ich bin am Ende. So, fertig. Was sieht das nicht schön aus? Also, Leute. Oh. Was gibt es denn Schöneres als Kochen? Ich meine, bei solchen Anblick. Jetzt müssen wir nur noch den geriebenen Mozzarella drauf, also überstreuen. So gleich, also gleichmäßig. Und vom Käse da, also auch nach je nach Geschmack, könnt ihr geben, wie viel ihr wollt. Also entweder ganzen Sackerl oder halbe, das ist jetzt kein, also wurscht. Wie man es halt mag. Ich persönlich mag es, ja, so lala. Nicht viel, nicht wenig. So, das passt so. So, und jetzt geben wir das in den Ofen rein und backen das halt dann im Ofen so lange, bis dann der Käse halt geschmolzen ist. Und dann ist es eigentlich schon servierfertig. Ja? So. Also. Den Ofen stellt ihr dann auf 250. Und dann oben und unten. Ne? So. So, rein damit. Und für eben, wie gesagt, also so lange backen, bis der Käse geschmolzen ist und dann kann man es rausnehmen. So. Ich mache jetzt eine kleine Verschnaufpause, Leute. Und wir sehen uns dann, sobald der Käse geschmolzen ist. Los. Ah, Leute, wir sind am Ende angekommen. Die Tortilla-Auflauf ist fertig. Wie ihr seht, fertig serviert. Und Leute, schaut es nicht lecker aus. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Zum Tortilla-Auflauf würde ich euch empfehlen, vielleicht Lambrusco, einen Rotwein zu nehmen, der ist ein bisschen süß. Und mein Lieblingswein. Also ich liebe. nicht weil ich ihn so liebe. Ich liebe ihn nur, weil er ein bisschen süß ist. Also für ein bisschen Frauenwein. So für Frauen. Genug davon, von dieser Schwärmerei. Ich hoffe natürlich für alle meine Zuschauer, dass sie Erfolg natürlich haben werden, auch beim Kochen, wie ich. Und ich will einfach nur sagen, Leute, lasst es euch schmecken. Also, ich bin ja so ein bisschen verfressener Typ. Ich liebe Essen. Also, ich könnte Tag und Nacht essen, aber dann würde ich wieder mal nur zunehmen und dann wieder. Ach, ihr kennt das. Also, vor allem die Frauen. Ne? Und natürlich, wie schon davor gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet. Und Likes würde ich auch sehr gerne haben. Ne? Like, Leute, Likes. Und natürlich auch Abo. Das wäre wirklich super fantastisch, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drauf freuen. Und für die, die es halt nicht. Also,
nicht gefallen hat, ja, dann runter. Was soll man machen? Ja, und wenn es euch aber nicht gefallen hat, dann würde ich euch wirklich, wirklich bitten, im Kommentar, schreibt, was hat euch nicht gefallen. Ja? Denn so hilft es nicht nur, also dadurch hilft sie mir sehr viel, weil dann würde ich versuchen, das nächste Mal es anders umzusetzen. Ne? Also, ja, wie gesagt, also, liken, Kommentare, Abo und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Und ich sage euch jetzt schon im Vorhinein, dass das nächste Mal ein Salat sein wird. Nicht Dinge jetzt einfach als Salat, nicht bla bla bla, so ein bisschen Tomaten, ein bisschen Gurke, ein bisschen Salat und Zwiebeln geht schon. Nein, Leute, das wird ein russischer Salat. Ja? Also, wie gesagt, das wird euch sicher gefallen. Ich liebe den Salat. Also, bitte. Also, ich würde sagen, schaut euch einfach an. Ja, genau. Nächstes Mal russischer Salat und ich freue mich. Tschüss, bis dann.